Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Stabenbach im LS19 am Montagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ihr seht, das Feld ist gut wie leer, ein oder andere Kartoffelpflanze steht noch. Ich habe in Eigenregie das Feld so gut wie abgeerntet und die Fahrzeuge auch direkt zum Landhandel gefahren, wo das Zeug verkauft wird oder beziehungsweise abgegeben. Ach, das Feld im Anway auch schon abgehäckselt. Da springen wir jetzt ganz kurz mal hin zum Case. Der steht hier wunderschön schon am Landhandel bereit. So. Ich habe ihn schon geparkt und dann werden wir jetzt zusammen entladen und darauf warten, dass das Zeichen oben erscheint. Let's start. Muss natürlich dann schnell genug sein. Weil das Restliche wollen wir nicht verkaufen, sondern. Okay, passt. Da haben wir Feld 20 abgeschlossen. Wir werden das Zeug jetzt aber noch, wenn wir die Mission noch nicht abschließen, sondern erstmal diesen Traktor zurück zu unserem Hof fahren und die Kartoffeln, was da drin sind, noch in unser Lager kippen. Denn wenn wir Schweine haben wollen, wäre das schon ein ganz guter Start, wenn die schon mal Kartoffeln kriegen würden. Der Herr ist gerade ein bisschen rumgepackt. Läuft bei ihm. Wir fahren hier vorne lang. Ich glaube, hintenrum wären wir zu auch rumgekommen. Aber hier vorne weiß ich halt genauer. Ein bisschen Kartoffeln haben wir verkauft, weil wir wieder 20.000. Aber nur nicht viele, nur ein paar. So. Dann bestimmt noch ein bisschen Pickwicks, die wir mal wegpacken müssen. Den Walter habe ich eben auch schon mal hochgefahren, weil wir können ja mal ausprobieren, ob das denn funktioniert. Ich glaube es zwar nicht, aber probieren geht über Studieren, heißt es ja. So. Fahren wir nochmal über das Silo. Und jetzt hat's. Ah, das war hinten. Ja, dann kippt man den Bottle noch ab. Und dessen kann man ganz kurz zu Walter springen. Hier ist er. Eingesaut. So, wir klappen das gute Teil mal auf. Oh, der Baum. Okay, geht. So, wir fahren auf unser Kartoffelfeld. Bis jetzt sieht's gut aus. Wir schalten es an. Noch kein Symbol, wir lassen es runter. Dieses Fahrzeug, schrägstrich Gerät, ist für Lohnarbeiten reserviert. Und man sieht, es kommt nichts rein und es bleibt auch alles stehen. Das heißt, dieser Gedanke ist schon mit hier widerlegt worden. Es funktioniert nicht. Wir werden die Mission jetzt auch abschließen. Wir gucken nur noch mal ganz kurz, ob. Ja, der Case ist leer, das passt. Machen wir natürlich nochmal Motor aus. Und dann schließen wir die Mission ab. 6837 hat es gegeben. Und das ist abgeschlossen. Die Fahrzeuge sind weg und wir haben also wieder 26.000 auf unserem Konto. Ja, was das da ist, das erkläre ich euch gleich mal. Ich habe letztens schon mal ein bisschen angefangen, hier ob das funktioniert, das zu mähen. Und natürlich CP ausprobiert. Und da haben wir halt einen kleinen Kreis reingemäht. Ja, kann man jetzt auch nichts machen. Da hinten steht noch der Steuer, da habe ich nämlich ausprobiert, ob man das Zeug denn pressen kann. Ja, es funktioniert. Also an dem steht uns nichts im Wege. Wir werden jetzt hier auch weitermachen. So, oder lass mal ganz kurz gucken, ob denn irgendwas an unseren Feldern reif ist. Im Wachstum. Feld 86, muss ich jetzt mal gucken. Ne, wir haben so nichts. Wir können nur Feld 77 hier abernten. Deswegen werden wir hier weiter mähen. Aber natürlich nicht alle Folgen. Ich werde jetzt heute noch hier noch ein bisschen mähen und ab morgen wird das schon der CP-Fahrer übernehmen. Zum Thema kleinen Traktor oder kleineren Traktor, weil 275 PS, das war halt der Steier hat, zum Wenden oder was auch immer fahren, ist auch, finde ich selber auch, ein bisschen übermotorisiert. Deswegen
Hallo? Also, deswegen wird unser, ich weiß nicht, kann man ganz kurz nochmal angucken, der hier, der 440, wird wegkommen und wir holen uns dafür einen anderen. Keine Sorge, es wird auch ein grüner bleiben, er kriegt nur eine andere Nummer. Und zwar, da haben wir auch schon das Schmuckstück, wurde vor kurzem Randy von Earth Corn Hub vorgestellt. Der 7810er wird wahrscheinlich hier einkehren. 140 PS würde passen, finde ich. Außer ihr habt noch einen anderen Vorschlag, den könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welchen Mod ihr denn ansonsten anstatt dem kleinen Johnny sehen wollt. Ich würde natürlich den hier nehmen, wenn keine anderen Vorschläge in die Kommentare reingeschrieben werden. So, wir fahren jetzt erstmal hier ein kleines Vorgewinde. Baum. Das war knapp, aber es ging noch. Wir haben noch keine Schramme reingefahren. Ja, warte mal. So, jetzt haben wir Allradlenkung. Das ist dann nämlich auch wesentlich wendiger. So. Und es unten passt. Hier seht ihr eben immer den Anfangs, den Endpunkt. Ich habe stehen gelassen. Den Endpunkt vom Kurs. So. Natürlich auch darauf Acht geben, dass nichts stehen bleibt. Da oben steht auch noch unser Gras. Ich bin tatsächlich am Überlegen. Ja, ich glaube, ich werde so machen. Ich werde jetzt das Vorgewende hier die Bahn hier noch fertig fahren. Und dann werde ich das hier dem CP-Fahrer überlassen. Denn ich möchte natürlich nicht, dass die anderen Wiesen schon wieder nachwachsen, wenn wir hier noch an diesem Luzernefeld. Ist ja, glaube ich, Luzerne, ne? Ja, Luzerne habe ich noch richtig gewusst. Das ist krass, währenddessen wir hier noch am wenigsten danach wächst. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Deswegen werde ich jetzt hier vorne den CP-Fahrer ansetzen und wir schnappen uns unseren Steier und dann geht's ab zum Schwaden und dann kommt die Presse dran. Und dann wobei. Ne, wir werden den Johnny nehmen, weil der Steier spannend ist ja schon da vor der Presse und da will ich natürlich nicht wegnehmen. So, dann nehmen wir mal ganz kurz. So, müssen wir hier ganz kurz mal gucken, wo es denn hier weitergeht. Beziehungsweise wie der Kurs läuft. Okay, ich weiß, wie der Kurs läuft. Und der andere wird sich jetzt auch fragen, du hast doch gesagt, das ist ein Traktor mit IC. Serien, kacke jetzt bitte nicht ab. So. Ist da so eine Bodenwelle drin? Okay. Du hast ja gesagt, der ist mit IC. Ja, er ist auch mit IC, aber ich weiß nicht wieso, aber ich habe es irgendwie geschafft, das zu überwinden und ich den Mauszeiger trotzdem bewegen kann. Keine Ahnung, Leute, wie ich das geschafft habe, aber es funktioniert. Deswegen heißt. Oh, ich habe ihn, glaube ich, noch falsch eingestellt. Ah ja, der ist noch auf dem ersten Wegpunkt. Das heißt. Nehmen wir das nochmal runter. An. Senken. Passt. Dann bauen wir den nochmal an seine Spur. So. Und jetzt will ich die Fisch. Jetzt hat er das, ne? Ja, jetzt fährt er vorwärts. Gut, brav. Er macht das hier. Der Kurs ist auch schon gespeichert, somit machen wir mal so. So, dann springen wir hier raus. Ach, und übermehr uns bitte nicht. Ja, der macht das. Perfekt. Dann springen wir mal ganz kurz. Wo haben wir denn den? Da haben wir unseren. Oh Gott, der braucht auch mal ein bisschen waschen wieder. Das sieht tatsächlich nicht ganz so sauber aus.
Gewicht lassen wir hier, weil das brauchen wir nicht. Oh. Bisschen angefahren. Und der Schwager müsste eigentlich noch da drin stehen. Ja, das steht er auch. Zack. Eng, aber geht. Zack. Gucken, Autos, ich sehe nichts. Das sind die Terminals im Weg. So, jetzt hat er aber. Passt. Für hier rein. So. Dann klemmt man das Teil aus. Mal zurück. Ja, das passt. Mal warten wir ganz kurz, bis er ausgefahren ist. Ehrensehel. Oh ja, Mann. So. Gucken, ob wir nichts liegen lassen hier. Wow, ich habe was liegen lassen. Läuft. Nicht. So, hier vorne ist wieder diese eine Ecke, die nicht ganz so vorteilhaft ist. So. Aber wir müssen ja nicht bis ganz hinterfahren. So, wir fahren einfach, drehen hier einfach und fahren dann nochmal rückwärts. Oh, guck, wir haben ein bisschen eng genommen. Unseren Schwader. Aber gut. Dann nochmal wieder runter hier, weil so kann man nämlich nie in den halb in den Bach oder Bächlein oder Graben, was auch immer es ist, reinfahren. So. Und mit so einem Vierkreisel-Schwader geht es natürlich schon schnell. Aber ist auch an manchen Stellen ein bisschen tricky, weil bei so kleineren Feldern wie die hier sind, oder Wiesen, um es mal angewiesen, Wiesen zu sagen. Oh, da war vielleicht ein Baum. Das hätte, glaube ich, unsere Bronze-Hydraulik nicht ganz so gut verkraftet. So, kann ich hier den Schwader runterlassen, ohne was mitzunehmen? Ja, geht. So. Ja, das sieht gut aus. Sogar sehr gut. So, dann haben wir dieses Feld hier mit schon zusammengeschwadet. In wunderschönen Bahnen gelegt. Xerin ist da oben fleißig am Mähen. Sehen wir ihn? Nein, wir sehen ihn nicht. Wird wahrscheinlich gerade hinter dem, hinter der kleinen Kuppel, Bergkuppel sein. So. Dann lassen wir unser Schwader hier wieder runter. Oh, hier habe ich weit. Weit an den Ranken noch gemeint. Und am Mehrwerk habe ich tatsächlich herausgefunden, weil ich jetzt P eingestellt habe. Unser Glasmehrwerk hat tatsächlich 10 Meter. Ja, ist glaube ich eine ganz angenehme Breite zum Mähen. Weil der Standard hat nämlich nur 8,4 Meter, oder was heißt nur, sind 8,4 Meter. Aber wir haben halt dann doch 1,6 Meter mehr. Und das sieht man dann oder spannt man dann schon ein bisschen bei Mähen. So. Und nochmal ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Wer will, kann jetzt gerne das Alpine DLC vorbestellen. Link ist dazu unten in der Videobeschreibung. Kostet keinen Cent mehr. Und da kommt ihr direkt zur Landwirtschafts-Mod-Hub-Seite und könnt euch das Teil auch für 14,99 vorbestellen. Oder natürlich gerne auf Amazon in der Box-Variante. Und das linke Bächlein ist aber schon ein bisschen höher als das rechte hier. Ah, genau, jetzt
Das fließt ja hier zu einem Arm, zu diesem Nebenarm eigentlich, und fließt dann hier zusammen. Deswegen ist es da auch breiter, würde ich sagen. Eieiei. Da sieht man, wo ich runtergefahren bin. Da ist das Glas ein bisschen geplättet. So, schmal runterlassen. Können wir mal das Allrad hier ausmachen. Brauchen wir nicht, wenn wir hier nur am Schwaden sind auf einem geraden Feld. Wiese. Ich glaube, Vorgewinde reichen somit. Sorry Nachbar, dass ich ein bisschen in dein Feld reingefahren bin. Aber ich musste hier drehen. Aber ich habe schon richtig Bock auf unsere Silageballen. Da kommt richtig gut Kohle rein. Und da können wir endlich unseren kleinen Traktor auswechseln. Entweder gegen den Johnny, den ich vorgeschlagen habe, oder gegen einen Mod-Vorschlag von euch. Werden wir den natürlich alle angucken. So, hoch damit. Oh, perfekt. Und ich glaube, diese Woche hat er für die Leute in Bayern. Die Sommerferien hat schon begonnen, weil es wurde ja glaube ich eine Woche vorverlegt oder irgendwie sowas, weil das sich ein paar Eltern beschwert hatten und gesagt, ja, die Sommerferien beginnen ja immer schon, wenn der Sommer schon halb rum ist, unter Anführungszeichen rum ist. Und deswegen wurde es jetzt glaube ich eine Woche vorverlegt, aber für die Leute im Norden geht es glaube ich ab heute schon wieder los. Normalerweise, ja, ich glaube ab dieser Woche geht es ja wieder für die auch wieder los, zurück in die Schule. Schwader wieder runterlassen. Nun ist das die letzte Bahn hier, so wie es aussieht. Jo. Ja, wir haben noch ein Feld. So. Dann komme ich da vorne durch. Aber ja, ich glaube, ich komme durch. Wir haben ja schon einmal geschwartet hier und ich glaube, da ist auch gegangen. Ja, easy. So, Schwader runter. Nicht ein Baum, nicht an die Birke, nicht an die Birke. Oh, leicht gestriffen. Oh nein, wir haben in unserem guten Schwader einen Kratzer drin. Nee, nee, nee. Das geht immer gar nicht. So. Aber wo das Wasser hier reinfließt, ich weiß nicht, ist es eine Quelle, wo es jetzt gerade rauskommt, weil es hört ja tatsächlich auf. Wahrscheinlich entfließt hier eine Quelle. Mal gucken, ob wir ja dann unsere Schweine haben, die brauchen ja auch, so weiß ich, auch Wasser. Soweit ich weiß, also normalerweise brauchen sie Wasser. Mal gucken, ob wir dann da ein bisschen was abzweigen können. Ohne noch was zahlen müssen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, weil, ihr seht's, ich kann da drüber laufen. Es ist keine normale Wassertextur oder wie Wasser angelegt. Das hat nur die Textur, ja, aber ich versicke hier drin nichts und ich kann oben drauf laufen. Und das ist dann normalerweise meistens so, dass man da nichts entnehmen kann. Oder wobei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie war es denn auf der Geiselberg wieder? Ich glaube, da konnte man auch auf dem Wasser laufen, oder? Ich glaube schon. Aber man konnte trotzdem Wasser entnehmen. Auch wenn es ein bisschen rumgepackt hat. Und ich dann eine Wasserstation platziert habe. Wir probieren es einfach mal aus. Ansonsten muss ich mal gucken, ob es irgendwo auf der Karte einen Punkt gibt, wo man Wasser entnehmen kann. Ansonsten muss ich mich halt so einen Wassertrigger platzieren. Könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da ein bisschen Erfahrung habt oder oft auf der Stappenbach spielt oder wisst, wo man da Wasser entnehmen kann.
Und das hier rechts war auch eine große, schöne Wiese. Aber für uns, wie es aussieht, nicht erschwinglich. Der Xerion sagt, er ist fertig. Und das heißt normalerweise, dass er auch fertig ist. Ja, es geht schneller, kann 20 km/h fahren. Und er hat auch 10 Meter Arbeitsbreite. So, wir sparen hier vorhin nochmal fertig und dann gucken wir mal zum Xerion rüber, wie es denn aussieht. Ob er alles sauber gemacht hat. Aber ich habe Vertrauen in den. So. Drehen wir nochmal. Ja, das bisschen da kann liegen bleiben. Das kann man dann mit der Presse an sich aufsammeln. Weil da will ich jetzt dann unsere Bahnen alle zerstören, wenn ich jetzt einen Schwarz hinkriege. Und das möchte ich natürlich nicht. Hier haben wir gemerkt, sind ein paar Hubler drin und ein bisschen langsam fahren. Wow, das sieht schön aus da drüben. Sehr, sehr schön. Wir fahren jetzt einfach mal ganz dreist hier drüber. Ich glaube, das soll ich nicht so oft machen, da ist ein gescheiter Hubbel drin. Oh ja. Das sieht aber schön aus hier. Muss ich sagen, sieht schön aus. So. Klappen wir das Ganze mal aus. Ah, ich werde hier tatsächlich CP schwaden. Was hat er denn? Ah, der hat noch den Düngekurs drin. Ich werde hier tatsächlich auch das CP schwaden lassen, denn währenddessen können wir dann schon gleich anfangen zu pressen. 77 Vorgewende, zweimal dürfte auf jeden Fall reichen. Wollen wir zweimal machen? Ja, lass mal zweimal mal machen. 12 Meter wird wahrscheinlich passen. Ich fahre einfach da mal drauf. Gucken aber trotzdem nochmal nach zur Sicherheit. Was ist schon mal passiert, dass es falsch angegeben war. Und dann ist es 12,5. Ja, komm, das passt. Dann bleibt ein bisschen weniger liegen. Ja. Das gefällt mir so, wie du das sagst. Dann lasse ich dich mal arbeiten. Und viel Spaß. Oh, sieht doch gut aus. Wir speichern den Kurs aber gleich. Mit Schwalen-F77 12M. Zack, passt, aber gesaved. Hat er gerade ein bisschen langsam gefahren einfach? Ja, der war ein bisschen langsam gefahren. Und dann springen wir mal ganz kurz gleich zum Xerion rüber. Da wartet er schon auf uns. Zack, zack, Kurs weg, passt. Das hat er gut gemacht. Ah, der hat Allradlenkung wieder ausgeschalten. So. Ja, ein bisschen was ist stehen geblieben. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und meines Erachtens sieht das so aus, weil da immer noch ein bisschen sowas steht. Wie wenn er, also wie das Gras ist, das er nachwächst. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ah, da haben wir ein bisschen Gras mitgemäht. Erkennt man an der Textur. Aber ich muss sagen, es sieht eigentlich auch relativ schön aus. Ein bisschen dunkler, saftig. Schön, schön. Oh, hier haben wir was. Ey, ja. Da haben wir vergessen zu schwaden. Das müssen wir halt danach nochmal machen. So, wir packen jetzt einmal den Xer. Ne, warte, wir haben ja schon alles gemäht. Das heißt, wir können den zurück zum Hof fahren und waschen, reparieren und dann rein in die Halle wieder. Oh, oh. Auto geht. Wir machen trotzdem die Rundumleuchten an, damit wir auch gesehen werden. Überhaupt von den Fußgängern da vorne immer. Auf dem Weg. So, den hier, genau, der hier kommt bald weg. Er wird ausgetauscht durch einen anderen, kleineren Kompakt-Traktor oder mittelgroß, was genau sehen wir dann. So, Schilder haben wir heute auch noch nicht gefüttert. Komm her, Junge, krieg schon mal ein bisschen Futter hier. Oh, er packt den Baum. Ah, ne, er hat es geschafft. Ja, fein, gell? So. Dann waschen wir unseren Xerion hier mal ab. Ganz coole Patina hier mal ein bisschen runter. Und einen guten Michelin-Reifen. So,
So, das Mähwerk. Das finde ich tatsächlich auch noch ein bisschen schade. Das war hier, sieht ja auch so aus, oder ist, sieht so aus, wie ein, als ein Schlepperdreieck dran wäre. Aber es funktioniert leider nicht, ich habe schon mal ausprobiert, aber es funktioniert glaube ich immer noch nicht, dass man einen Schlepperdreieck herankuppeln kann oder dran hat und dann zum Beispiel ein Mähwerk hier dran kuppeln kann. Das funktioniert leider noch nicht, das ist ein bisschen schade. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. So. Sieht glaube ich so ganz gut aus. Das heißt, das fahren wir zurück in die Halle. Die Schürzen da oben werden so immer ein bisschen weggedrückt, weggefahren. So, dann fahren wir ein bisschen weiter rüber, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Weil das ist ein bisschen unangenehm, wenn wir hier reinfahren und dann passt der Schwader nicht. So. Der Baum ist ja auch immer noch Mieter. Zum Ranfahren. So, passt. So, was stellen wir denn zurück in seine Halle? Passt, Motor aus. So, dann springen wir mal drüber zum Steier, da ist er auch schon. Dann fangen wir gleich mal an mit dem Pressen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Wiesen unten an. Weil nicht, dass der Kollege da noch Probleme kriegt. Mit den Ballen, das wäre nicht so gut. So, hier vorne ging es doch schon rein. Ja, hier geht's rein. Langsam, langsam. Dieser Busch, der Busch wächst immer so mitten im Weg, obwohl wir hier schon 20.000 Mal gefahren sind. Aber er bleibt hartnäckig. Ja, ich weiß, dass ich hier keinen Zugang habe, aber wir haben hier ein bisschen zu weit rausgeschwadet. Wird das gerade aufgenommen oder ist nicht aufgenommen? Doch, oder? Ach nee, das nimmt er nicht auf, weil er meint, das ist, naja, nicht in unserem Gebiet. Jetzt hat er das auf. Aber ich glaube, das passiert in echt auch ein bisschen manchmal, dass wenn man kein Vorgewende hier außen macht oder anfängt mit dem Vorgewende, dass ein bisschen was raus, wenn man auf die Straße kommt. Ist auf jeden Fall bei mir neben meinem Haus so. Direkt neben meinem Haus ist eine Wiese. Und da nur teilweise, wenn da im Sommer saliert wird, auch immer ein bisschen Gras auf die Straße gewendet. Geschwadet meine ich, sorry. So, das sieht doch schön aus, da hinten kommt das grüne Gold raus, sagen wir so. Oder ein Teil des grünen Goldes, die weiße Folie fehlt noch. Und dann nehmen wir hier gut Geld ein. Hoffe ich mal. Ich weiß nicht genau, wie die Ballenpreise oder die Silageballenpreise hier sind. Aber wenn es so wie im 17er sind, dann heißt das, gibt ihm glaube ich ein ganz gutes Taschengeld. Also schnell die Reifen immer so richtig saftig grün werden. Da sieht man, dass das Gras frisch ist, wenn wir hier schon früh um 9.13 Uhr gemäht haben, wo das Gras noch feucht ist. Was glaube ich nicht ganz so vorteilhaft ist. Oh, und jetzt sind die Reifen dreckig. Na ja, gut. Und jetzt werden sie wieder grün. Ich sag dazu einfach mal nichts, ne? So, Presse, Pickup hoch.
Und dann rüber zum nächsten. Zum nächsten Wiese. Ah, hab dran gedacht. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich hier vorne ob ich hier anfangen soll oder einmal. Ah, komm, wir fangen hier vorne an. Oder beziehungsweise ist eigentlich hinten. Mein Prinzip ist ja egal, wo wir anfangen. Na, der Johnny hat es nicht mehr ganz geschafft, dass er in dieser Folge fertig ist, fertig geworden ist mit Schaden. Dann wird er halt in der morgigen Folge fertig, denn wir sind auch schon heute fertig mit der Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, kostenlos ist. Aber wäre natürlich sehr nett, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach im LS19. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Montag. Und bis morgen, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.